Das erfüllt in meinen Augen in jedem Einzelfall den Tatbestand des 130 Volksverhetzung. Aber gegen uns wird das nie sanktioniert, umgekehrt dagegen ständig vorgeworfen. Die strafrechtlichen Verfahren, die man ja zu Hunderten und Tausenden gegen uns erwarten würde, aufgrund dieser angeblichen medial aufgebauschten Evidenzlage, gibt es nicht. Es gibt so gut wie keine Verfahren gegen Einzelne von uns, wo wirklich strafrechtlich Dinge vorgeworfen werden. Das ist also diese neue perfide Logik, man muss auch Dinge unterhalb der Strafbarkeitsgrenze verfolgen und das muss jetzt zum Verbot der AfD führen. Am Ende ist es eine politische Waffe und wir wehren uns natürlich mit allem dagegen. Die anderen sollen uns gefälligst inhaltlich stellen, was sie 2017, 18 mal versprochen hatten, aber seitdem nie geliefert hatten. Das ist der politische Weg, das ist der parlamentarische Weg, Parler-Reden, das ist der demokratische Weg. Genau, die großen Demokraten tun das nicht und wollen uns mit der juristischen Keule totschlagen. Das ist das, was hier läuft. Heute zu Gast im Interview mit dem Deutschlandkurier Peter Böhringer, Mitglied des Bundestags, stellvertretender Bundessprecher und haushaltspolitischer Sprecher der AfD. Hallo, Herr Böhringer. Hallo, Frau Schröder. Freut mich. Ich freue mich auch. Und wir haben ja top aktuelle Themen. Sie haben mal gesagt, die Stimmung in der Wirtschaft, das war jetzt vor einigen Tagen, war vermutlich noch nie so schlecht wie aktuell. Niedergang, Ausverkauf, Deindustrialisierung sind deutsche Realität. Wie konnte es so weit kommen? Ja. Frage aller Fragen. Wir sind jetzt seit 2 Jahren tatsächlich symptomatisch in der echten Rezession. Aber ja, Symptome haben immer Ursachen und die Ursachen sind über Jahrzehnte gelegt worden. Die offensichtlichsten kurzfristigen sind natürlich die Energiekrise. Auch das geht Jahre zurück, weil es gibt kein anderes Land der Welt, das gleichzeitig die Atomkraft und die Kohle ausgemustert hat. Mit Begründungen, über die man jetzt sehr lange streiten könnte, also die CO2-Religion, wie ich sie immer nenne, ist in dieser Form nicht beweisbar. Das heißt, das Ganze ist auf wissenschaftlich schlechtem Grund schon mal. Und selbst wenn man die Modelle des Weltklimarats schlucken würde, und sie sind nicht belegt am Ende des Tages, ist der CO2-Footprint in Deutschland und vor allem das anthropogen generierte CO2 in Deutschland, also Industrie und wir Menschen selbst, bringen und erzeugen, vollkommen irrelevant, selbst wenn man sie in diese Modelle einsetzen würde. Das heißt, wir machen hier etwas vollkommen Irrationales und das macht also nach meiner Rechnung allein schon im Haushalt 14% der Kosten aus. 14, ja. Das fehlt natürlich. Schlimmer ist die Privatwirtschaft, die gegängelt wird mit Regularien und das schlägt sich jetzt überall nieder. Es ist ja überall im Werkzeugmaschinenbau, im Automobilindustrie und sämtliche Zulieferfirmen und da kommen die 14% her. Ich habe heute eine Zahl gelesen, Zulassungen in der Automobilindustrie bei einem großen Hersteller, VW in dem Fall, -31% zum Vorjahr. Unsere Schlüsselindustrie, ne? Ja, natürlich. Jetzt hat ja die Bundesregierung vor wenigen Tagen die Herbstprojektion zur wirtschaftlichen Entwicklung vorgestellt. Schrumpfung für dieses Jahr. Für angeblich soll es dann im nächsten Jahr ein Wachstum von 1,1% geben. Ist das sozusagen ein Hoffnungslauf, mit dem man die Zeit bis zur Bundestagswahl überbrücken möchte? Oder geben Sie einem möglichen Wachstum im nächsten Jahr wirklich eine realistische Chance? Sehen Sie das als möglich an? Wenn man das technisch genau nimmt, hat die Bundesregierung sogar eine Wachstumsprognose von 2% korrigiert auf 1%. Sie geht, also nähert sich schon langsam ein bisschen der Realität. Aber ich fürchte, nein, es wird auch im nächsten Jahr gar kein Wachstum geben, trotz des ominösen Wachstumspakets mit 49 recht unzusammenhängenden, unausgegorenen Maßnahmen der Bundesregierung. Es ist am Ende auch eine Nominalrechnung. Real sieht das auf jeden Fall nochmal anders aus, wenn man da die Inflationsrate noch abziehen muss. Also nein, ich glaube nicht dran. Das Problem ist, dass alles in dieser Regierung auf den 28. September 25 ausgelegt ist. Die gesamte Wahrheit wird erst hinterher rauskommen. Auch die Haushaltszahlen und die Budgets werden so gerechnet und man kann da schon viel rechnen und prognostizieren mit politischem Einfluss, dass es irgendwie noch bis zur Sommerpause und bis zum Wahltag reicht. Nach uns die Sintflut, ich habe das schon mehrfach gesagt und das ist wirklich das Motto hier. Also ja, da muss man sich große Sorgen machen. Mhm. Ich beneide keinen Kollegen, der dann Finanzminister nach Lindner wird. Ja, und große Sorgen machen sich ja wirklich auch die Unternehmer im Land, die sozusagen Standort verwurzelt sind, die jetzt auch vielleicht nicht von heute auf morgen sagen können, wir gehen oder das natürlich auch gar nicht wollen, weil es ihr Heimatmarkt ist. Was sehen Sie denn für gerade den Mittelstand an Perspektiven jetzt für die nächsten Monate? Also die ächzen ja alle und es gibt ja nicht wenige Unternehmer, die sagen, also noch eine Legislaturperiode dieser Art und das ist der Exodus. Was sehen Sie da
jetzt in den nächsten Monaten als Top-Themen? Ein bisschen frustrierendes Thema. Ich höre das natürlich auch, aber ich höre das nicht erst seit einem Jahr, sondern schon seit vielen, vielen Jahren. Mhm. Und da muss man ganz klar auch mal sagen, ja, tut mir leid, liebe Unternehmer, die Zivilcourage hat nicht gereicht und reicht immer noch nicht. Mhm. Diese Dinge, die Sie relativ offen jetzt aussprechen als Journalistin, wirklich in den entscheidenden Gremien auch mal anzubringen. Es wird manchmal Tacheles geredet, das wird aber nie gesagt, woran es wirklich liegt, insbesondere Energiekosten. Da müsste man nämlich darauf hin, dass man wieder billiges Gas braucht, wie wir das seit den 70er Jahren von der UdSSR bezogen haben, von dem großen Klassenfeind. Niemand hat es gestört, wir haben damals auch Geschäfte gemacht, das war nicht unmoralisch, das wurde sogar von der SPD-Regierung eingefädelt damals und Gerhard Schröder hat 2003 auch noch mit Nord Stream das Thema vergrößert. Also diese, dass man mit irgendwie Ländern, die man nicht mag, warum auch immer, keine Geschäfte macht, ist völlig neu. Wir haben auch mit Arabien jahrzehntelang Geschäfte gemacht, wo wir wissen, dass das eine menschenrechtsfeindliche Diktatur war und ist. Das ist völlig klar, überhaupt keine Fragen. Trotzdem hat man es gemacht. Das sind all die Dinge, die die Unternehmer auch mal aussprechen müssen. Haben sie leider nicht getan. Vor allem die Großindustrie nicht, weil die Großindustrie viel zu politisch verwoben ist. VW hat sich ohne Not in dieses Elektroabenteuer stürzen lassen. Aber gut, die Ausrede ist, wir haben 20% Staatseigentümer drin. Das ist das Land Niedersachsen. Mhm. Im Aufsichtsrat von einer Autohasserin vertreten, im Aufsichtsrat von VW in Hannover. Solche Dinge, die dürfen nicht unwidersprochen bleiben. Es ist alles politisiert inzwischen. Natürlich sind auch teilweise Mittelständler von Regulierern und von Subventionen des Staates abhängig. Aber wir können nicht alles alleine machen. Und man hätte vor Jahrzehnten die Weichen ein bisschen besser stellen müssen. Es ist immer dann schwierig, die Fragen zu beantworten, was macht man jetzt? Es gibt ein paar Quick Wins, wie der Manager sagt. Man kann sicher die CO2-Religion aufgeben und da relativ schnell was heben. Ist aber nicht so einfach, die Kernkraft wieder ins Netz zu bekommen, obwohl die CDU das gerade jetzt tatsächlich tut, jetzt, nachdem es eigentlich zu spät ist. Ja, insbesondere auch vor dem Hintergrund der EU-Regularien. Wir sind ja sozusagen auch nicht alleine in unseren Entscheidungen. Ja, wohl wahr. Ja, also auch da müsste man viel kritischer werden. Es gibt immer so einen Schulenstreit, ob alles, was von Brüssel in Richtlinienform gegossen wird, wirklich 1:1 und auch sofort umgesetzt werden muss. Und da war schon Frau Merkel, auch die jetzige Regierung, sehr selektiv. Alles, was uns gepasst hat in der Agenda, wurde sofort umgesetzt. Und alles, was vielleicht nicht mal ausnahmsweise mal nicht so gut war, von Europa, wird auf die sehr lange Bank geschoben. Mhm. Polen gibt jetzt sogar das Asylrecht auf, sagen die einfach mal, ja. Das ist natürlich auch ein Polen-Grundrecht. Es geht offensichtlich. Also auch die ganze europäische Rechtsprechung auch vom EuGH, die da eigentlich was anderes sagt, wird schlichtweg ignoriert. Mhm. Ich will nicht sagen, dass das jetzt alles gut ist, aber andere tun es einfach. Die EU wird nur von uns und nur dann, wenn es gegen Deutschland läuft, sklavisch eingehalten. Das hat auch die Vorgängerregierung schon so gemacht. Das ist ein 20 Jahre altes Phänomen. Auch da haben viele Unternehmen leider den Mund nicht aufgemacht. Man ist immer noch pro-europäisch im Sinne von pro-EU-europäisch, was völlig anderes ist. Natürlich ist Freihandel wichtig. Das bestreitet auch keiner. Meine Partei ist auch für Freihandel, auch wenn es immer wegdiskutiert wird. Aber eben die EU ist nicht gut für Deutschland. Inzwischen nicht mehr gut. Sogar Koryphäen wie Professor Homburg, sehr, sehr guter Ökonom, seit 20, 30 Jahren kenne ich ihn, spricht das jetzt offen aus. Wir haben das seit Jahren im Parteiprogramm. Reden wir über das Thema Haushalt. Sie haben letztens mal gesagt, die Ampel versucht, die Symptome ihrer ideologischen Politik mit Geld zuzudecken, anstatt ihre Lebenslügen anzugehen. Wie lange kann das noch gut gehen? Ja, das ist die große Frage, denn im Haushalt kommen diese Lebenslügen ja zusammen. Man kann nicht jede Lebenslüge aufrechterhalten, speziell nicht zu Zeiten der Haushaltsaufstellung, wo es nun mal in Deutschland verfassungsrechtliche Grenzen für die Verschuldung gibt. Ich fange mal mit der Verschuldung tatsächlich an. Sie haben es ja erwähnt, es ist ja diese keynesianische, seltsame Logik des Artikel 115 Grundgesetz, die Schuldenbremse, dass wenn es unerwartet schlecht geht, warum auch immer, ist mal ungeachtet warum, beim Haushalt kommt halt alles zusammen, dann reicht das Geld nicht, man braucht mehr Schulden und wenn die Rezession offiziell wird, dann kann nach Artikel 115 Konjunkturkomponente der Schuldenbremse plötzlich mehr Geld aufgenommen werden. Das heißt, Herr Lindner kann in dieser keynesianischen Logik, wenn es schlecht läuft, muss der Staat antizyklisch investieren und das darf er auf Pump machen, kann dann plötzlich ein paar Milliarden mehr einstellen. Das wird er auch machen. Wir werden also jetzt auf 56 Milliarden kommen, immer noch ohne formalen Bruch der Schuldenbremse, was alles nur eine Show ist. Sie ist längst gebrochen, aber das kann er damit machen. Und die Kosten
Sie haben ein paar Punkte genannt, völlig richtig. Pflegeversicherung, Bürgergeld sind unterveranschlagt. Das heißt, an der Stelle wird einfach gelogen. Aber in der Hoffnung, es wird bis zum Wahltermin tragen, die Lüge, dass die Kosten angeblich niedriger sein. Sie sind es nicht. Sie werden weiter steigen. Kriegskosten, wo wir auch noch nicht so recht wissen, wo das hingeht, sind noch gar nicht eingerechnet. Und auf der Einnahmeseite wird es weniger geben aufgrund der Rezession. Das kann man auch nicht überkompensieren mit Schulden. Das heißt, es wird jetzt irgendwie die große Kunst sein der Koalition bis Ende November, bis zur Haushaltsverabschiedung, das noch irgendwie stimmig zu bekommen. Es gibt harte Restriktionen und 56 Milliarden ist eben die absolute Obergrenze der Neuverschuldung. Und ja, sie werden es so tun, als ob es passt. Es wird aber dann 2025 zum Schwur kommen und wir werden versuchen, das darzustellen. Aber ich habe so die Befürchtung, dass es dann erst nach der Bundestagswahl knallt. Aber das ist ja eine Schere, die jetzt eben immer weiter aufgeht, ne? Also immer höhere Ausgaben, immer weniger Einnahmen. Ist das denn überhaupt realistisch, dass eine neue Bundesregierung wahrscheinlich dann ja unter einem Kanzler Merz das wieder angeglichen bekommt, die Ausgaben- und Einnahmenseite? Realwirtschaftlich nicht, weil man kann, selbst wenn man noch besten Willens wäre, die Fehler der Vorgängerregierung nicht kurzfristig beheben. Das heißt, die Haushaltsausstellung 26, dann schon wieder ein neuer Kanzler Merz, mit welchem Finanzminister auch immer, da bin ich dann sehr gespannt, aufstellen wird brutal schwierig. Also es ist kaum vorstellbar. Und dann wird die Union interessanterweise entgegen allen ihren Sprüchen aktuell vor die schwierige Situation kommen. Wie gehen wir jetzt mit der Schuldenbremse um? Merz verteidigt sie offiziell, die Union verteidigt sie insgesamt. Aber die Länderfürsten, die teilweise in ihren Ländern, NRW, aber in fast jedem Bundesland, wo die CDU mitregiert, das gleiche Problem haben, gibt es massive Stimmen zur Aufhebung der Schuldenbremse. Und das wird also auch ein interessanter Spagat der Union sein. Ich sehe im Moment nicht, wie es in einer mit Sicherheit auch 26 noch anhaltenden Rezession, also niedrigeren Steuereinnahmen bei gleichzeitig nicht so schnell einzufangenden Kosten, auszugleichen ist. Es ist deshalb nicht auszugleichen, weil die Union ja die Lebenslügen der Ampel, vor allem in der schwarz-grünen Koalition, die dann vielleicht kommt, ja auch nicht aufgeben kann. Die Zuwanderung, die Bürgergeldlüge, auch die CO2-Religion, es wird ja eigentlich von der Union alles mitgetragen. Also das Narrativ bleibt weiter bestehen, Ihrer Meinung nach? Ich glaube nicht. Die Union hat einfach gar nicht den Plan, diese Dinge zu ändern. Und dann wird es schwierig, die Kosten runterzubringen. Mhm. Das sind mit die großen Kostenträger. Abgesehen von Sozialversicherungszahlungen, da hätte auch eine Regierung bei uns unter unserer Mitwirkung sehr große Schwierigkeiten, weil das sind Jahrzehnte alte Sünden. Es gibt ja kaum noch einen Sozialversicherungsbereich, der nicht subventioniert wird. Mhm. Aber am Ende, wenn man die Migration, die CO2-Religion und einige andere Sünden in den Griff kriegen würde, könnte man schon viel Geld befreien. Ich würde bis so weit gehen, bis zu 25-30% des Haushalts könnte man befreien. Aber vielleicht auch nicht über Nacht. Und also ich kann die Frage, wie 26 aussieht, und das muss eigentlich schon Ende 25 geschehen, direkt nach der Wahl, kann ich Ihnen heute auch noch nicht beantworten. Das sollten wir bitte nochmal ein Interview machen. Machen wir dann. Reden wir nochmal über die Inflation, weil das ja auch das ist, was die Bürger besonders hart trifft. Jeder, der in den Supermarkt geht, stellt fest, dass das Stück Butter mittlerweile unter 3 Euro kaum noch zu haben ist. Und in den Systemmedien wird Herr Habeck dafür gefeiert, angeblich dafür gesorgt zu haben, die Inflation runterzudrücken. Was sagen Sie dazu? Auch an anderer Stelle, wo sich die Inflation nicht mehr verstecken lässt, er ist sogar stolz darauf. Er will ja höhere Energiepreise. Es ist ja gewollt sozusagen. Es gibt da ganz offen zu. Also am Ende ist das gewollt, dass unser Lebensstandard sinkt, weil dann sinkt auch der CO2-Output, jedenfalls in dieser sehr kruden Logik der Grünen. Also das geben sie fast so offen zu, wie ich das jetzt ausgesprochen habe. Die schämen sich gar nicht dafür. Wobei Inflation, ja gut, also da haben auch die Vorgängerregierungen sich nicht mit Ruhm bekleckert. Die hatten nur Glück, dass es halt gerade eine allgemeine Phase der weltweiten Deflation war, mit Zinssenkungen von 2014 bis 2019, bis in den Negativbereich, was ja völlig verrückt ist, mit Sondereffekten. Das ist jetzt vorbei, die Rohstoffpreise steigen wieder. Und ja, in Deutschland ist es eine Mischung aus Güterverknappung und Geldpolitik, Geldmengenpolitik, aber vor allem Ausgabenpolitik und Verschuldungspolitik, die hier reinhaut. Und wir haben eine Staatsschuld auf Bundesebene von 1,7 Billionen inzwischen über alle Gemeinden und Länder, sogar 2,7, 2,8 Billionen. Und wenn man bei 4% steht, wie wir im Moment stehen, dann zahlen sie da alleine schon demnächst eine Grundlast von 40 bis 60 Milliarden Zinsen pro Jahr. Das ist ein Zehntel, mehr als ein Zehntel des Bundeshaushalts. Und das sind die Sünden der Vergangenheit. Also man tut immer so, alle Regierungen, als ob Schulden keine Probleme machen. Aber die sind die zukünftigen Probleme. Mhm. Es fangen auch 2028 die Tilgungsphasen an von den ganzen Corona-Krediten. Hunderte von Milliarden Euro. Da kommt also zum Zinsproblem noch ein Tilgungsproblem. All das
Altlasten, völlig unnötige Altlasten, diese Corona-Kredite hätten wir niemals aufgenommen. Und nach siehe RKI-Files, es war auch weitestgehend vollkommen überflüssig. Also auch da wieder nach uns auf diese Basis, Input, ja? Ja, vor allem auf Basis einer riesigen Lüge. Alle Haushalte sind 2020 bis 2023, 2024 waren auf der Corona-Lüge aufgebaut. Das muss man im Rückblick ganz klar so sagen, auch wenn es Herr Lauterbach nicht zugeben würde. Aber die RKI-Files sind da glasklar. Und das hätte man schon seit Ende 2020 wissen müssen. Mhm. Und trotzdem wurde es gemacht. Damit wurden hunderte Milliarden Verschuldungen befreit. Von der EU gar nicht zu sprechen. Die hat 800 Milliarden Programme aufgelegt, auch im Namen von Corona. Und Herr Draghi hat sich inspirieren lassen, hat ja gerade für die EU-Kommission vorgeschlagen, wir machen jetzt 800 Milliarden Verschuldungsprogramme pro Jahr. Also nicht das, was einmalig Jahrhundertunfall Corona in der EU passiert ist mit dem Next Generation Programm über 600 bis 800 Milliarden. Das soll jetzt jedes Jahr gemacht werden. Das sagt Herr Draghi einfach mal so. Das sage ich nur, der deutsche Steuerzahler partizipiert daran mit je nach Rechnung zwischen 30% und 40%. Das ist fast nochmal ein neuer Bundeshaushalt, von dem wir hier sprechen. Und irgendwie auch ein Verarmungsprogramm, ne? Also Stand jetzt sagt man, etwa 17% der Bevölkerung sind von Armut direkt betroffen. Was müsste denn Ihrer Meinung nach passieren, um diesem Trend entgegenzuwirken? Man kann Wohlstand nur so wieder ran schaffen, wie er auch entstanden ist. Freiheit der Bürger, Freiheit der Entscheidung, unternehmerische Freiheit, weniger Regulierung, immer wieder weniger Staatseingriffen, viel schlankerer Staat. Das müssen aber die Unternehmen dann auch annehmen. Und selbst dann dauert das natürlich eine Weile. Wir brauchen eigentlich auch ein viel besseres Bildungsniveau. Wir sind ein armes Land traditionell gewesen. An Rohstoffen werden es auch immer bleiben. Das heißt, wir müssen bessere, veredelte Produkte herstellen, ohne Rohstoffe zu haben. Also das geht nur mit Intellekt. Das ist eigentlich das Allerschlimmste langfristig, dass hier so viel kaputtgeschlagen wurde. Und da sind wir noch in der gegenläufigen Entwicklungsphase, ne? Ja, ja, natürlich. Sinkendes Bildungsniveau. Natürlich, das ist das Hauptproblem, das Deutschland hat. Wir hätten vor 40 Jahren erstens den Wahnsinn stoppen müssen und zweitens besser die Wettbewerbsfähigkeit vorantreiben. Das hört sich immer so pessimistisch an, aber man darf keine Wunder erwarten. Trotzdem behaupte ich, wenn man endlich umsteuert, erstmal geistig, aber dann auch sofort politisch, in dem Bereich CO2-Religion, in dem Bereich Zuwanderung, in dem Bereich Bildung, der übrigens sehr stark mit der Zuwanderung zusammenhängt, dann geht es den Leuten sofort besser. Mhm. Wir hätten übrigens auch auf dem Wohnungsmarkt eine völlig andere Situation ohne Zuwanderung. Alle Raumordnungsplanungen langfristig von 2015 haben diesen Zuwachs nicht vorgesehen von 3 bis 5 Millionen Menschen. Natürlich müssen die irgendwo hin. Das heißt, wir hätten keine Wohnungsnot in diesem Land. Wir hätten ein völlig anderes Mietniveau ohne Zuwanderung. Das ist kein Populismus, das ist reine Mathematik und BWL. Trotzdem darf man diese Wahrheit kaum noch aussprechen. Mhm. Also wir sind ja beim Thema Zensur sind wir ja noch nicht heute, aber das wäre ja noch mal ein Thema für sich. Auf jeden Fall. Jetzt steht die Bundesregierung natürlich trotzdem sehr unter Druck, weil die Realität bei immer mehr Menschen im Land ankommt, die ja auch zunehmend Angst um den Verlust ihres Arbeitsplatzes zum Beispiel haben oder ihres Eigentums. Glauben Sie, dass wir Neuwahlen, also vorgezogene Neuwahlen, noch erleben werden? Zu den Wahlen gleich. Es ist leider so, aber ja, wir sind jetzt an dem Punkt, dass der deutsche Michel erst aufwacht, wenn die Granaten in seinem eigenen Vorgarten einschlagen und die Gartenzwerge umwerfen. Man hätte das alles vor Jahrzehnten sehen können, was hier läuft. Jede große Entscheidung der letzten Zeit der Wiedervereinigung, so weit würde ich gehen, war im Prinzip falsch. Bei praktisch jedem Bereich, inklusive Euro-Einführung übrigens. Es gab genügend Kritiker, sie wurden nicht gehört, sie wurden teilweise ausgeblendet, aber die Leute wollten auch nicht unbedingt hören. In der besten aller Welten, und wenn man das Problem nicht im eigenen Vorgarten hat, dann ist es keins. Am Starnberger See gehen jetzt die Leute auf die Barrikaden, weil sie ein Flüchtlingsheim in der besten Seelage am Südende des Starnberger Sees bekommen. Jetzt. Das sind die klassischen Grünen und CDU-Speckgürtelwähler von München. Die es erst merken, wenn es bei ihnen ankommt. Jetzt merken sie es. Jetzt sind sie massiv auf den Barrikaden, aber erst, wenn es wirklich unmittelbar bei ihnen ist. Und das ist das Frustrierende. Das muss halt anders werden. Es wird jetzt aber anders. Die grünen Wahlergebnisse schrumpfen ja dramatisch in Deutschland ebenso wie in Österreich. Und Neuwahlen? Neuwahlen glaube ich persönlich, und das ist eine machiavellische Argumentation, immer noch nicht. Die Machtlogik hier in Berlin, Sie kennen sie ja fast besser als ich, Frau Schröder, besagt ja eigentlich, dass drei Parteien, die eigentlich nur verlieren können, keine Neuwahlen anstreben, dass die Entscheider, genau die darüber zu entscheiden haben, also eigentlich die Bundestagsabgeordneten der Koalition, es nicht machen werden, wenn sie wissen, erstens weniger Gehalt für ein Jahr oder vielleicht gar keins mehr, wenn es schlecht läuft. Und eventuell keine Regierungsperspektive mehr. Das machen die, nicht. Und die FDP, die hätte es vielleicht, das bereut sie vielleicht inzwischen vor ein paar Monaten noch machen können, bei 5-6% hätte es sich vielleicht gelohnt,
Ich glaube zwar nicht, dass er dann viel gewinnen würde, denn die Republik liebt ja den Verrat, aber nicht den Verräter. Und so würde es ja dargestellt in der Presse. Das heißt, es bringt ja wahrscheinlich nichts, weder damals noch jetzt. Aber damals hätten sie noch über 5% retten können. Jetzt sind die Umfragen bei 3-4% bei der FDP. Und ich glaube nicht, dass sie dann diesen Absprung wagen, weil es halt genau diese 40 Entscheider, die hier im Haus sitzen, es am Ende nicht entscheiden werden, weil sie wissen, dass praktisch jeder von ihnen in 12 Monaten einen anderen Job braucht. Ja. Mhm. Naja, also die AfD hat ja jetzt durch die Wähler bei den vergangenen 3 Landtagswahlen enormen Zuspruch erfahren. 2-mal Platz 2, 1-mal Platz 1. Trotzdem, wenn man sich jetzt die Rede von Friedrich Merz auf dem letzten CSU-Parteitag anguckt, wird das von der CDU nicht zur Kenntnis genommen. Herr Merz sagte nochmal, eine Zusammenarbeit kommt schon aus moralischen Gründen mit der AfD nicht für uns in Frage. Nicht heute, nicht morgen, nicht nach der Wahl. Wir würden unsere Seele verkaufen. Das sind ja interessante Worte, wenn man bedenkt, dass die Zahl der Koalitionspartner dann wahrscheinlich auf ein linkes Bündnis Sarah Wagenknecht oder dann doch auf die Grünen, die Wähler ja weder in Österreich, aber auch bei uns in Deutschland nicht mehr haben wollen, sich zuspitzt. Was sagen Sie dazu? Ist das eine Realitätsverweigerung, die sich auch für die CDU negativ auswirken wird? Das sind einfach nur hochgradig peinliche Sprüche. Die Seele hat die Union schon vor Jahrzehnten verkauft, bei praktisch jeder Großentscheidung, an der sie beteiligt war. Helmut Kohl sagte schon 2012, Jahre nach der Einführung des Euro, ich war wie ein Diktator bei der Einführung des Euro. Die Masse der Menschen, inklusive der Unionsbasis, hätte den Euro nicht gewollt. Kam trotzdem. Atomkraftausstieg, auch da. Da hat man auch die Seele verkauft. Für nichts. Fukushima war nicht replizierbar auf Deutschland. Es war nicht analog in irgendeiner Weise. Trotzdem hat Merkel das über Nacht gemacht. Dann natürlich diese absolute Ursünde der Grenzaufgabe im September 2015. Da hat die Union ihre Seele verkauft mit dramatischen Konsequenzen und moralische Vorhaltung von Herrn Merz. Ich bitte Sie, also sorry, da hat BlackRock zu viel Einfluss hier. Ich will ihn aber jetzt nicht auf BlackRock reduzieren. Merz hat halt seine Einflüsterer. Ich bin durchaus keiner, der die transatlantischen Beziehungen geringschätzt. Also ich halte das für wichtig, diese Beziehungen zu USA. Aber die transatlantischen Zirkel, in denen sich Herr Merz bewegt, sind halt aus verschiedenen Gründen AfD-feindlich. Das ist jetzt auch wieder eine Sendung für sich. Ohne Grund eigentlich, weil wir das nicht in der Genetik hatten und immer noch nicht haben. Wir wollen einfach nur Äquidistanz und mit allen, die wichtig sind, allen Großmächten eine gute Beziehung haben. Aber moralische Vorhaltung von der Union, das ist ein Treppenwitz. Letzte Frage, weil das sicherlich auch viele Zuschauer interessiert. AfD-Verbotsverfahren, welche Chancen geben Sie dem? Wie bedrohlich ist das? Oder ist das nur eine Art von zusätzlicher Stigmatisierungskampagne, die Wähler von der AfD abhalten soll? Letzteres ist mit Sicherheit die Hauptmotivation. Aber trotzdem muss man es ja leider auch juristisch ernst nehmen. Aus der Erfahrung heraus, der Verdachts Verfahren, denen wir ausgesetzt waren und sind, also in einer idealen Welt, in den Gerichte objektiv urteilen würden, hätte es niemals so weit kommen dürfen. Und dieser jetzt Verbotsantrag, der jetzt ja im Bundestag vielleicht kommt, vielleicht auch nicht, wir wissen es ja noch gar nicht, ist ein Wanderwitz, sage ich das einfach. Ein Wanderwitz, ein ganz großer AfD-Hasser, der seinen MdB-Posten verliert, wegen uns, ihn einbringen will. Und wenn man die Leute anschaut, die ihn einbringen, das sind die Abgehalfterten der Parteien oder die absoluten Fanatiker. Es gibt genügend juristische, aber auch materielle Gründe, dass er nicht die geringste Chance hätte. Mit ein bisschen Glück kommt er nicht oder bekommt keine Mehrheit im Bundestag, aber dann steht das halt trotzdem noch im Raum. Es geht immer um den Marketing-Effekt, die Stigmatisierung. Oh, das ist eine Partei kurz vor dem Verbot. Das soll halt hängen bleiben. Es ist immer dieses Dreckwerfen, das seit wirklich ungelogen 10 Jahren jetzt stattfindet gegen uns. Praktisch, will ich sagen, völlig ohne Grund, aber fast ohne Grund. Und diese Gründe, die es bei uns gibt, einzelne Verfehlungen, entweder rhetorische oder tatsächlich mal materielle, auch wir haben Leute, die sich nicht immer perfekt benehmen, die gibt es in allen Parteien. Und unser Programm, das habe ich sogar vom Verfassungsschutz schriftlich und vom Gericht, Oberverwaltungsgericht in Münster schriftlich, aus der mündlichen Verhandlung, unser Programm ist absolut unangreifbar. Ich schreibe das jetzt auf Bundesebene zum 8. Mal mit. In alle 8 Programme seit 2015 auf Bundesebene, Europaebene und das Grundsatzprogramm sind unangreifbar, sind verfassungsrechtlich unangreifbar. Alles, was uns immer wieder vorgeworfen wird, ist anekdotische Evidenz von Leuten, die irgendwas Falsches sagen. Da wird immer unterstellt, das ist falsch, was in den meisten Fällen überhaupt nicht so ist. Das ist von einem von euch, was oft auch nicht so ist. Das sind halt zum Teil uralte Zitate. Oder das sind Dinge, die, über die man streiten kann. Und in den meisten Fällen einfach nicht einschlägig sind und schon gar nicht prägend für die Partei und schon gar nicht kämpferisch aggressiv, was eine Voraussetzung wäre, eine juristische, um Verbotsverfahren
Verbotsverfahren durchzubekommen. Das ist alles absurd, aber wir müssen es ernst nehmen, weil irgendwann kommt es halt doch. Der Verfassungsschutz hat heute angekündigt, der scheidende Herr Haldenwang, der ja eigentlich nicht mehr zu halten ist im Amt, hat angekündigt, dass er jetzt noch ein Gutachten noch in diesem Jahr rausbringen wird, das sicher schlecht ausfallen wird zu uns. Wiederum basierend auf anekdotischer Evidenz, hunderte von Einzelzitaten, die im Zweifelsfall nicht vorwerfbar sind oder die man bei jeder anderen Partei auch finden könnte, die aus dem Kontext gerissen. Es wird permanent mit diesen Methoden gearbeitet. Wir haben, ich sage mal, zu 80% ein Programm, das vor 30, 40 Jahren bei der CDU, der FDP, sogar bei der SPD noch völlig normal gewesen wäre. Das waren deren Forderungen damals. Wir sind nicht ansatzweise radikaler als damals. Damals saßen ja auch nicht lauter Nazis hier, ja. Und überhaupt diese permanente Nazi-Sprüche, die tatsächlich gerichtlich erlaubt werden. Das ist eine permanente Verharmlosung des Holocaust, wenn man es genau nimmt. Das natürlich nicht ansatzweise vergleichbar ist mit den 30er Jahren. Und trotzdem wird der Vergleich permanent gemacht und er wird gerichtlich auch noch sanktioniert. Das erfüllt in meinen Augen in jedem Einzelfall den Tatbestand des 130 Volksverhetzung. Aber gegen uns wird das nie sanktioniert, umgekehrt dagegen ständig vorgeworfen. Die strafrechtlichen Verfahren, die man ja zu Hunderten und Tausenden gegen uns erwarten würde, aufgrund dieser angeblichen medial aufgebauschten Evidenzlage, gibt es nicht. Es gibt so gut wie keine Verfahren gegen Einzelne von uns, wo wirklich strafrechtlich Dinge vorgeworfen werden. Das ist also diese neue perfide Logik. Man muss auch Dinge unterhalb der Strafbarkeitsgrenze verfolgen und das muss jetzt zum Verbot der AfD führen. Also ich muss mich leider qua Amt damit beschäftigen als Bundesvorstand. Ich will es nicht, aber es bleibt uns nichts übrig. Am Ende ist es eine politische Waffe und wir wehren uns natürlich mit allen dagegen. Die anderen sollen uns gefälligst inhaltlich stellen, was sie 2017, 18 mal versprochen hatten, aber seitdem nie geliefert hatten. Das ist der politische Weg, das ist der parlamentarische Weg, Parler-Reden, das ist der demokratische Weg. Genau, die großen Demokraten tun das nicht und wollen uns mit der juristischen Keule totschlagen. Das ist das, was hier läuft. Herr Böhringer, vielen Dank. Ich danke Ihnen.